Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Butze spielt Teslagrad. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen aufgegeben. Also ich, ihr natürlich nicht. Aber ich fürchte hier so ein bisschen an meine Movement Skills zu stoßen, an die Grenzen meiner Movement Skills. Und ich verbrenne hier einfach nur ständig in den Blitzstrahlen. Ob da die Kapuze so viel hilft, weiß ich nicht. Tja, was machen? Guter Rat ist teuer, ne? Nee. Also theoretisch ist ja... Werde ich ja beschleunigt. Ups. Gute Güte. Wenn ich da... Ah. Oh, war doch gar nicht so schwer. Diese 50 Tode. Steckt der locker weg? So. So. Ich muss da irgendwie einen Käfer hochkriegen. Ups. Ach, wie abgefahren. Ich kann das hier steuern durch meine Position. So. Der macht die Tür auf. Hoch.
Tja, guter Rat ist teuer. Oder auch nicht. So. Ja, bestimmt. Ach Gottchen. So, komm da hoch. Nein. Nein. Was genau geht denn jetzt aus? Ah, okay. Das geht aus. Och, nein. Doch nicht jetzt schon wieder, oder? Okay. So geht das. Nein. Ich werde so langsam ein bisschen müde.
So. Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Bevor wir den stören, gehen wir doch mal lieber oben rum, ha? Huh? Was macht er denn da? Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das geschafft habe, aber hey, den ganzen Spaß können wir nochmal machen. Ah. Alles klar, Herr Weihnachtsmann. Wie hast du es überhaupt hier reingeschafft? Okay. Ach komm, du willst mich doch gar nicht. Warum überhaupt? Ich meine, wenn er jetzt irgendwie der große Anführer von diesem Aufstand ist, ne, dann... Dann... Will er doch nicht einfach so einen kleinen Drecksjungen da... Also nicht Drecksjunge, sondern so einen armen kleinen Jungen. Huch! Ah, ich glaube, werden die Dinger... Jawohl, die werden abgelenkt. Damit hat der Weihnachtsmann natürlich nicht gerechnet. Komm, versuchen wir hier so. Ja, genau. Und jetzt da unten rein, bitte. Oh. Oh. Alles klar. Naja. Ach so. Ja, Mensch. Das macht das Ganze ja ungemein einfacher. Wenn man einfach seine Polarität ändern kann, ha? So, komm, hier. Kannst du wieder in deine Knifte gehen. Uah. Nein! Oh Gott, oh Gott. Ja, das wird natürlich schwieriger. So, dann zeige ich euch noch kurz, wie man den Weihnachtsmann fertig macht. Dann kriegen wir bestimmt irgendwie sein Schießgewehr. Oder was anderes Lustiges. Ups, falsche Polarität. Ups, gar keine Polarität, ist auch nicht so gut. Ah, je, wo sind wir denn hier oben? Im Stromraum, super. Hey, Weihnachtsmann. Vor allen Dingen. Ist ja
ja auch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, was er hier betreibt. Ich meine, das ist ein Kind. Der muss ja noch nicht hier gleich mit so Hightech-Gedöns. So, hier. Ich will ja nur... Schuh! So. Ja, jetzt muss das Ganze in Blau passieren. Eieiei. Das war dann zu groß. Ach Gottchen. Spannend, spannend, spannend. Ja, ich bin, glaube ich, richtig, richtig schlecht hier. Los, hol dein Gewehr. Ich habe keine Zeit. Mann. Los, Weihnachtsmann. Also, einmal rot, einmal blau. Warum zum Geier kommt das denn an mich dran? Ich hab doch hier die blaue Kapuze auf. So. Nimm dein Gewehr. Thank you.
Ja. Nee, also Freunde, wir versuchen es, glaube ich, nochmal beim nächsten Mal. Da habe ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr die Ruhe zu. Es tut mir leid. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt euch beim nächsten Mal darauf freuen, dass wir dem Weihnachtsmann ordentlich eine verplätten. Ist ja auch momentan so, vielleicht habt ihr nichts Schönes gekriegt und ihr hasst den Weihnachtsmann jetzt. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Butze spielt Tesla Grad. Tschüss!